jumping inside the water. We were swimming through the water. We were diving under the water. And there was a complete different world. It was like Atlantis or something like this. There were lots of palaces underneath, and there were so many people and beings living there, but they were not looking like human beings. They were looking like like underwater humans. It's hard to describe, like these mermaids or so. And I got telepathically that this water was not water. It was the tears of God. And that was shocking me so much. I was speechless about it. And I was very touched in my heart, because these beings were living in the tears of God. It was so, yeah. Yeah, that's that's really amazing. That, and you know, this is also one of those moments where you have to say that we are not just believing. Every single one of us is making those experiences, those intensive moments. Yes. And I was just telling before that the spiritual world is, there are so many mysteries in each and every dimensions to discover, every corner where you can look around. And it's amazing that Sander got the opportunity to see the tears of God and to be able to swim in them. And this also reminds me of last time, not this Saturday, last Saturday, when we were giving booklets, there was one Christian group coming. It was, you know, in the last time, since 2 weeks or three, it's raining a lot here. And every time when we were giving booklets, it was also raining very much. So that's why we each of us had their umbrella. And I was standing at this table and I was holding this umbrella over God's picture and the books and the booklets so they don't get wet. And then Sander was there with Simon. And then there was some Christian group coming to them. And they were saying, oh, what are you giving? What are you doing here? And we said, yeah, we are giving booklets about God. We want to help each and everyone to meet God by yourself. And then he was saying, what did he say, Sander? He said, that's not possible. That's not... something like this. He said, oh no, that's bad what you are doing. That's like a sect, and Satan is coming like this. And he said, the only way... Huh? Yeah, it's only through Jesus. Jesus gekommen für Sünden zu sterben. Yeah, Jesus is coming to die for our sins. And look, then they were singing for 1 hour. They were singing songs against us, and they were saying, "Oh, this group, they don't belong to us. They are from a false Messiah. Only through Jesus, you can come to God." And look, when you see what when you have those spiritual experiences like Sander, or like me, or like Utterhead, you cannot say that this is some kind of illusion or some kind of simple vision. Könnt ihr die Tür zumachen vielleicht? This is some kind of trick, because how can we come in their dreams? Yeah, how can we give them some kind of visible experience that they can have? The problem with religious people and the problem with many people is that they are ignorant, meaning they don't want to know. Very true, very true, very true. And that's also why in the future they said migrant people will come and secular people, because migrant people and secular people, they are mostly interested in God. You know what interested means? That you just want to know from a neutral standpoint. What is there to know about the position of God,
about the position that there is no God, etc. And they want to be informed more. And that's the basis. We just need people who want to listen. But the problem with religious people is they do not want to know. They do not want to listen. They just want to reassure their own belief. And that's the problem. And that's why there are many different scientists and many philosophers against religions because of this ignorant behavior. There's one famous a man, his name is John Leslie Mackie, and he wrote a book about, it's called The Miracle of Theism. And he said that that a major problem with a religion is that you are believing something that you don't know yourself is true. You're just reassuring yourself that it might be true because you're told it's true. You don't have any... Moses, du sprichst die ganze Zeit, aber keiner von uns Deutschen versteht ein Wort. Ja, ich geb noch mal die Kurzfassung. Ich will nur universal für alle hörbar sein. Okay, aber ich mach gleich noch mal, ja? Nur gleich, ja? And he is saying that the problem is you don't have any other basis of reassuring your faith or belief, but only through your arguments of authority. And arguments of authority is just like, oh, I tell you to believe something and then you have to believe it. There's no other evidence that you have, and that's a major problem. And that's why it's so important for each and every one of us to make their own spiritual experiences. Because then you don't just have arguments of authority, you have your own experiences. And that's the scientific way of generating knowledge and truth, that you have experiences of something and then you analyze those experiences. And one major step for scientific research is that... Mehr Deutsch sprechen. Weil meiste Leute sind Deutsche. Yeah, but I'm also talking to things. Mit wem? Yeah, for YouTube community. Okay. One major part of scientific discovery is also that everyone can make those experiences. And that's what we are doing. We are giving everyone the opportunity to make those spiritual observations. Ich habe jetzt in meiner langen Rede gesagt, das Problem an Religion ist, und auch als wir zum Beispiel, wir waren vorletzten Samstag, es hat viel geregnet und wir waren auf der Straße und dann sind Christen gekommen und haben gegen uns gesungen, haben uns als Sekte bezeichnet, haben gesagt, das kann nicht wahr sein, nur Jesus ist der Messias. Ja? Immer und immer wieder. Und ich habe gesagt, das Problem mit diesen Leuten ist, dass die immer nur sich ihres eigenen Glaubens selbst versichern wollen. Und das Problem ist auch, dass viele Wissenschaftler und viele Philosophen sagen, dass solch eine Religion, und das ist der Grundsatz von eigentlich jeder Religion, dass die nur glauben in Form von, dass sie das mal gehört haben und sie verlassen sich drauf, dass das, was sie gehört haben oder gelesen haben, dass das wahr sein muss. Und das ist giftig. Weil nur wenn ich gesagt bekomme, du sollst etwas glauben, ist keine Grundlage, etwas als wahr zu bezeichnen. Das heißt, ihr könnt nicht irgendwo etwas lesen und dann sagen, oh, das ist wahr. Sondern ihr müsst es auch noch irgendwie anders begründen können. Ja? Das Problem bei religiösen Aussagen ist, irgendwo kann man nicht mehr nachfragen. Weil einfach die Grundlage fehlt. Das Buch kann nicht weiter als seine Wörter gehen. Ja? Und ihr könnt nicht weiter als die Autoritätsperson gehen, die euch das sagt. Und deswegen habe ich gesagt, es ist so wichtig, eigene geistige Erfahrungen zu haben, weil man mittels von etwas, ja, zum Beispiel durch die geistige Führung von unserem Messias hier oder durch sein Buch, dann in der Lage ist noch, dass sich dann die Tür öffnet, eine andere Grundlage zu haben, sich zu versichern, dass etwas wahr ist. Ja, und das sind diese geistigen Erfahrungen. Und das Tolle ist ja, das bleibt ja nicht dort stehen bei Träumen und Visionen. Das geht ja noch viel intensiver weiter. Ja? Und das war auch, es gibt ein Buch, das lese ich gerade, ist ein bekanntes Buch unter Philosophen. Das heißt, Das Wunder des Theismus. Und da geht es darum, also das ist ein bekannter Autor, der heißt John Leslie Mackie. Und der hat gesagt, das Problem an Religion ist, dass sie sich nur auf diese Autorität verlassen. Ja? Die haben keine andere Grundlage. Die lesen etwas und die sagen, dass es wahr.
Wenn so unsere Welt funktionieren würde, dann hätten wir keine Wissenschaft, kein gar nichts. Und deswegen ist es wichtig, dass wir geistige Erfahrungen machen und dass alle geistige Erfahrungen machen. Und das ist unsere Mission, die wir machen. Ja, wir wollen jedem helfen, dass er diese geistige Erfahrung macht. Das Problem an religiösen Menschen ist ihre große Ignoranz, die sie haben. Ja, dass sie nicht, das Problem ist ja nicht, dass sie nicht, dass sie einen eigenen Glauben haben. Das Problem ist, dass sie nicht mehr wissen wollen. Ja, sie tun immer so, als wären sie schon bedient. Ja, und als wüssten sie schon alles. Das ist das große Problem. Und das Problem ist auch, dass sie nicht nur einfach nicht zuhören wollen, sie gehen aktiv gegen andere Leute, die zur Offenheit streben, ja? Was wir ja machen. Und deswegen hat Gott auch gesagt, dass die säkularisierten Menschen und die Migrantengeneration der Zukunft, dass die unsere Leute sein werden, weil die die Offenheit haben und wissen wollen, was Sache ist. Ja? Die sind offen und hören allem zu. Und wenn uns einfach Leute zuhören, dann können wir zeigen, dass wir diesen Schlüssel haben, um ihnen zu helfen, diese eigenen Beobachtungen zu machen. Ja? Denn in welcher Religion machst du Träume, Visionen, hast eigenen Kontakt mit Gott? Natürlich in gar keiner, weil das keine Religion sein kann, wo du Gott selber treffen kannst. Eine Religion muss sich immer darauf verlassen, dass ihr immer eine gewisse Hörigkeit habt. Sonst könntet ihr nicht irgendeiner Organisation angehören. Ja? Und das ist ganz wichtig, diese eigene Erfahrung mit Gott zu machen. Das ist zentral. Wir wollen nicht, dass Leute blind bleiben. Ja? Good morning, Hazur. Khuda ka salam ho. I am very happy I met you tonight in the dreams. Really? Yes, sir, and you came in my dream and you were talking to me and you were representing God and you were conveying my messages to God. I have sent you a message, but I will discuss in Urdu session. Amazing. God bless you, Chota. Thank you, sir. I am very happy today. I am very happy. Very good. Very good. It's okay? Yeah. We had a last time three topic. Letztes Mal hatten wir drei Themen. Somebody remember? Ja, ich habe sie aufgeschrieben. Today you wanted to discuss about the last song of Lucifer, but I have already heard in the video. This was the topic that you also decided. And also about the God's throne. What was the story with Lucifer that you had with a song, and what does it mean when humanity what does it mean when humanity loves God more as God can love humanity? Yeah. That was my question from your new book. But so God's throne, Lucifer's song, and what does it mean when humanity loves God more than God loves them? Okay. Recording in progress. One good news is eine gute Nachricht ist, I thought maybe there gonna be 4-5 books, but this gonna be 6 books actually. Ich dachte erst, es gibt nur 4-5 Bücher, die ich rausbringen werde, aber es sind insgesamt 6 Bücher. So schon. This would be amazing blessing of God. Das ist also ein erstaunlicher Segen Gottes. Letztes Mal habe ich im Wald gebetet. And I say to God, und ich habe zu Gott gesagt, my journey and my observation in spiritual life. Meine Reisen und meine Beobachtungen im geistigen Leben. I need 1 million years, so I can live on earth, actually. Um die alle mitzuteilen, brauche ich 1 Million Jahre auf Erden. To live with my body, actually. Dort müsste ich physisch leben, um das alles mitteilen zu können. Because, how I gonna reveal everything, actually? Wie kann ich alles offenbaren, das von dem, was ich beobachtet habe? And, God give me a very shortcut answer. Und Gott gab mir eine Antwort, die das alles abkürzte. Yeah. How you say, schlagwörtlich?
Ja, er sagte es sehr schlagfertig. God say, just continue how much you can reveal. Mach einfach weiter und offenbare so viel, wie du offenbaren kannst. Because on your foundation, denn auf deiner Grundlage, they will become great son and daughter. Werden großartige Söhne und Töchter kommen. And they will reveal what you could not reveal. Und sie werden offenbaren, was du nicht offenbaren konntest. Amazing news, actually. Eine unglaubliche Nachricht. God will give them those experiences. Gott wird ihnen diese Erfahrungen geben, what I could not reveal, actually. Die ich nicht offenbaren konnte. So God said, don't be sad. Gott sagte also, sei nicht traurig. That in your lifetime you cannot reveal everything. Dass du in deiner Lebenszeit nicht alles offenbaren kannst. Because before you go, you will reveal so much. Denn bevor du gehst, wirst du so viel offenbaren. That there will be great foundation for God to reveal all over the world many children of God. Dass du eine großartige Grundlage hast und viele von Gottes Kindern überall auf der Welt. So, I went sad. When I went to pray in the forest, I came back happy. Ich bin also traurig in den Wald gegangen, um zu beten, und ich bin glücklich wieder aus dem Wald gekommen. That nothing gonna be missed. Denn nichts, an nichts wird es fehlen. Seems like this is a chips which keep all the information. Es scheint wie eine Speicherkarte, die alle Informationen aufnimmt. Second thing before I start. Die zweite Sache, bevor ich anfange. I want to better I share, you know. Am besten teile ich das. I will write down in this book. Das werde ich auch in dieses Buch niederschreiben. I was in one middle dimension. Ich war in einer mittleren Dimension. And I saw you people, some have small bicycle, some have little bit bigger bicycle. And I saw you in spiritual world. Ich war in einer mittleren Dimension, ich sah euch dort. Und ich habe gesehen, manche hatten ein kleines Fahrrad, manche ein etwas größeres, manche ein noch größeres. But all you have to put a lot of energy to ride this bicycle. Aber ihr alle musstet sehr viel Energie in dieses Fahrrad investieren, damit ihr damit fahren könnt. After this, und danach, I went in a neutral dimension between paradise. Bin ich in eine neutrale Dimension gegangen, die zwischen den Paradiesen lag. And there was, I saw a blue crystal light bicycle. Und dort war ein ein Fahrrad aus kristallblauem Licht. With light, actually. Ja, aus kristallblauem Licht. And I was checking, then angel came, actually. Und ich schaute mir das Fahrrad an und dann kamen die Engel zu mir. And they say, you don't want to know who belong to this bicycle. Und sie sagten, willst du nicht wissen, zu wem dieses Fahrrad gehört? There was a many, ne? Ja, und es gab viele. I say, yes, I want to know. Und ich sagte, ja, ich möchte das wissen. They say, there's a good news and bad news. Yeah. Sie sagten, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. I say, tell me the good one, you know. Ich sagte, sagten mir die gute Nachricht erst. I say, good one is. Sie sagten, die gute Nachricht ist. First you try this bicycle, so you can see the value of this bicycle. Probier doch erstmal dieses Fahrrad aus, damit du diesen Wert des Fahrrads auch richtig einschätzen kannst. So the moment I sit down. Der Moment an dem ich mich auf dieses Fahrrad setzte. This bicycle became like a small Papele. Wurde small, die, Hubschrauber. Small helicopter. Ja, wurde dieses, der Moment, als ich mich auf dieses Fahrrad setzte, wurde dieses Fahrrad zu einem kleinen Helikopter.
You only have to make two pedal and this was, you were flying actually. Ja, ihr musstet nur in diese Pedalen treten und ihr fängt an zu fliegen. And maybe could fly at 400 kilometers per hour. You know. Ja, und ihr konntet fast 400 Kilometer pro Stunde damit fliegen. About, yeah. Ja, ungefähr. And I was enjoying very much. Und ich erfreute mich sehr an diesem Flug. And then I brought back. Und dann brachte ich es zurück. And I says, und ich sagte, that's a beautiful gift. Das ist ein wunderschönes Geschenk. They say, now ask all those bicycle which you see, who belong to actually. Jetzt sagten die Engel, wem diese ganzen Fahrräder, die du hier siehst, gehören. I say, yeah, tell me. Und ich sagte, ja, bitte, sagt mir es. They say, this belong to your members. Sie sagten, diese Fahrräder gehören zu deinen Mitgliedern. We want to give them. Wir wollen sie ihm geben. But middle dimension, aber in der mittleren Dimension, the Gericht process, the court process, ist dieser Gerichtsprozess. They are sitting angel, fallen angel. Und dort sitzen Engel und gefallene Engel. And your member is, did not came here. Und deine Mitglieder haben es noch nicht hierher geschafft. So that's why you saw middle dimension. Other bicycles, they have to use a lot of energy. Und deswegen hast du auch gesehen, dass sie in diesen mittleren Dimensionen andere Fahrräder hatten, für die sie viel Energie aufbringen mussten, um sie zu fahren. Like on Earth. Wie auf Erden sind diese Fahrräder in mittleren Dimensionen. And then I remember, und dann erinnerte ich mich, that God has God come in heaven and he called this prophet name because they have a God have amazing gift for them, but nobody arrived there. Ja, und dann erinnerte ich mich an eine Begebenheit, in der Story is in true moment. Diese Geschichte ist im wahren Moment, wo Gott war und was war da? God comes in the höchste Himmel. Gott kam in den höchsten Himmel. To give the prophet a reward, actually. Um dem Propheten Belohnungen zu geben. But no prophet reached over there. Aber kein Prophet hatte diesen höchsten Himmel jemals erreicht. I think the story is in true moment. Ich denke, diese Geschichte ist im wahren Moment. So, a storytelling that I wanted to get out from this heaven where God comes. Und diese Geschichte beschreibt, dass ich erst diesen Himmel verlassen wollte von Gott. But I took a wrong direction. Aber ich bin in die falsche Richtung abgebogen. And then I saw a crystal blue huge light actually was coming to me. Und dann sah ich, wie ein kristallblaues großes Licht zu mir kam. And it seems like it's gonna hit me like a universal light hit me. Und es schien so, als würde mich dieses blaue Licht mit mir kollidieren, wie das universelle Licht mit mir kollidieren würde. But soon came very near. Aber in dem Moment, als es sehr nah zu mir kam, it stops. Ist es stehen geblieben. And this light say, und dieses Licht sagte dann, God gave me authority and power that I can be belong to who I want actually. Gott hat mir die Autorität und Macht gegeben, dass ich zu dem gehören kann, zu dem ich möchte. Elizabeth sleeping? Schläft Elizabeth? Okay. This you can, yeah, okay. Good. And I said to this light, und ich sagte zu diesem Licht, crystal blue light, zu diesem kristallblauen Licht, I cannot have you because here God comes and give this reward actually. Ich kann dich nicht haben, denn hier kommt Gott her und verteilt erst diese Belohnungen. And this light say, I have this authority. Und dieses Licht sagte dann zu mir, ich habe diese Autorität. In this kind of dialogue, und in diesem Dialog, God voice came. Ertönte Gottes Stimme. Yes, this is very true.
und sagte, ja, das ist sehr wahr. If this light want to come part of you, wenn dieses Licht ein Teil von dir werden möchte, then take it. Dann nehme es an. But I was a little bit surprised. Aber ich war etwas überrascht. This was happening without any celebration. Das passierte ohne irgendeine Feier. Because God came, then he gave this gifts to those prophets. Denn Gott kam und gab dann dieses Geschenk an diese Propheten. And I asked later to this heavenly being if prophet came here to get this gift. Und ich habe später diese himmlischen Wesen in diesem Himmel gefragt, kamen die Propheten hierher, um diese Geschenke abzuholen für sich? No. Sie haben gesagt, nein. They're all down. Sie sind alle in niederen Dimensionen. What is telling us this story actually? Was sagt uns diese Geschichte? Many times we have energy for our own purpose in life actually. Viele Male haben wir Energie für unsere eigenen Zwecke im Leben. Yes? Ja. But this energy become very less for God. Aber diese Energie wird sehr wenig für Gott. So remember this story. Erinnert euch also an diese Geschichte. Our energy, unsere Energie, our mind, unser Verstand, our consciousness, unser Bewusstsein, our conscience, unser Gewissen, emotion, unsere Emotion, and spirit, und unser Geist. God was creating for God himself actually. Gott hat diese erschaffen für sich selber. Why? Warum? Because he liked to see in the mirror. We are mirror actually. Weil er möchte sich gerne wie in einem Spiegel sehen und wir sind dieser Spiegel. But today, aber heute, since mankind came, seit die Menschheit da ist, this mirror is broken. Ist dieser Spiegel zerbrochen. God cannot see his true images inside this mirror. Gott kann nicht sein wahres Ebenbild in diesem Spiegel erkennen und sehen. Before human being came on this planet, bevor die Menschen auf diesem Planeten kamen, this blessing would God gave to human being, ist dieser Segen, den Gott den Menschen gegeben hat. This blessing was given to Jinn creation. Wurde dieser Segen der Jinn-Schöpfung gegeben. Now, und jetzt, how much time Jinn creation have this blessing? Wie lange hatte die Jinn-Schöpfung diesen Segen? Nobody. Das weiß niemand. Timing cannot go on. Die Zeit Periode ist so lang, die kann man gar nicht in Nummern fassen. In the end, und am Ende, Jinn creation became disqualified in the eyes of God. Wurde die Jinn-Schöpfung, war die Jinn-Schöpfung disqualifiziert in den Augen Gottes? Then God created human creation. Und dann erschuf Gott die menschliche Schöpfung. And now again, a lot of time is gone. Und jetzt verstrich wieder viel Zeit. And some moment I get, I start shaking my body. Not one day God decide and take this blessing from humanity actually. Und in manchen Momenten fängt mein Körper an zu zittern, denn wenn mir der Gedanke kommt, dass manchmal kommt mir der Gedanke, dass vielleicht kommt irgendwann die Zeit, wo Gott auch uns diesen Segen wegnimmt, so wie er der Jinn-Schöpfung diesen Segen weggenommen hat. How he will take this blessing away from us? Aber wie wird er diesen Segen von uns wegnehmen? Somebody have an idea? Hat jemand eine Idee, wie das passieren wird? If this happens. Wenn das passiert.
It happened with Jinn. Was ist mit der Jinn-Schöpfung passiert? Angel. Mit der Engelschöpfung? And many, many countless creation which you don't know, I know. Und vielen, vielen zahllosen Schöpfungen, die ihr nicht kennt, aber ich kenne sie. Because they was up and down, unbalanced. Denn sie hatten Höhen und Tiefen, sie waren unbalanciert. How God take the blessing away? Wie nimmt Gott ihren Segen weg? How? Wie? He create new creation. Indem er eine neue Schöpfung erschafft. You got it? Habt ihr es verstanden? He create just new creation. Er schafft einfach eine neue Schöpfung. What is mean? Und was bedeutet das? That old creation medicine is expired. Dass die Medizin der alten Schöpfung abgelaufen ist. Would you like this thing? Würdet ihr das wollen, mögen? Think about. Denkt darüber nach. Yes. Sometime in my past, when I was doing the mission. Und manchmal in meiner Vergangenheit, als ich die Mission tat, I was very angry. Da war ich sehr wütend. With Muhammad. Mit Muhammad. Because he was the biggest challenge for me that I could not break through. Denn Muhammad war für mich die größte Herausforderung, die ich nicht knacken konnte. Many things happened between me and Muhammad. Und es sind viele Dinge zwischen mir und Muhammad passiert. And between me and Jesus. Und zwischen mir und Jesus. But question is, if I reveal all those things. Aber die Frage ist, wenn ich all diese Dinge offenbare, then I'm slipping away from God revelation. Dann rutsche ich weg von Gottes Offenbarungen. But I can share time to time small things. Aber von Zeit zu Zeit kann ich kleine Dinge mitteilen. I was passing one dome actually. Einmal flog ich an einen Dom vorüber. In Christian Dome. The Cathedral. Cathedral. Ja, an einem christlichen Dom bin ich vorbeigeflogen. Christian Dome. Ja, Christian Dome, oder? Ja. I enter. Und ich betrat diesen Dom. I was not flying. Und ich flog nicht, sondern I was so high and I was moving. Hovering. Ich flog nicht, sondern ich schwebte in so einer Distanz über dem Boden. Other side I saw Muhammad. Und auf der anderen Seite sah ich Muhammad. And he was same way coming to my direction. Und er kam mir entgegen auf genau gleiche Weise. And we met each other in the middle of the biggest dome actually. Ja, und wir trafen uns in der Mitte dieses Domes, in diesem Dom. Dom kehte hain jo bahut badi church se bahut zyada bada hota hai. Bahut badi cheez. Okay. When I met him, und als ich ihn traf, he said to me something which I still remember. Sagte er zu mir etwas, an das ich mich immer noch erinnere. And I think I mentioned some place in book. Und ich bin mir sicher, dass ich das auch irgendwo im Buch erwähnt habe. But, my memory is not right now. Aber meine Erinnerung reicht gerade nicht dahin. Ich erinnere mich nicht ganz. He said to me, er sagte zu mir, if you would not come as a Messiah, wenn du nicht als Messias gekommen wärst, I will wipe out Christianity and make a Christian churches cemetery actually. Dann hätte ich das Christentum ausgelöscht und die Kirchen zu Friedhöfen gemacht. In this moment, und in diesem Moment, I looked down, sah ich nach unten. And I saw Christian churches and dome was down when I look at this were all cemetery actually. Und ich sah, wie die ganzen christlichen Kirchen
zu Gräbern wurden. What he was saying, was er sagte, this was the only lip service? War das von Mohammed nur ein Lippenbekenntnis? No. Nein. Pretty soon Islam will be number one religion in the world. Schon sehr bald wird der Islam zur Nummer 1 Religion in dieser Welt gehören. Mohammeds Plan was? Und Mohammeds Plan war oder ist, to reform Islam to Sufism. Den Islam zum Sufismus zu reformieren. And then bring his own Messiah. Und dann dadurch seinen eigenen Messias zu bringen. And bring to God. Und dann die Welt zu Gott zu bringen. Now. Und jetzt. Experts are saying. Sagen Experten. Islam is the most growing religion in Europe, in America and in the world. Actually. Dass der Islam die am stärksten wachsende Religion in Europa, in Amerika und in der Welt ist. So what block him that now he cannot wipe out Christianity in future? Was blockiert ihn also jetzt, dass er in der Zukunft das Christentum nicht auslöschen kann? And this what he said too. Und das ist auch, was er gesagt hat. Because God sent you. Denn Mohammed sagte, denn Gott hat dich geschickt, Sahid. This truth hit me very much. Und diese Wahrheit hat mich sehr getroffen. Normally I don't speak with God such a thing. Normalerweise spreche ich mit Gott nicht über solche Dinge. But one occasion, aber bei einer Begebenheit, I did not ask God, but it was in my mind actually. Ich habe Gott zwar nicht gefragt, aber es war in meinem Kopf. And Heavenly Father says, und der himmlische Vater sagte, it bother you what Muhammad say. Stört es dich das, was Muhammad gesagt hat zu dir? That he would wipe out Christianity from this planet. Dass er das Christentum von diesem Planeten auslöschen wird. I say, yes, God, this disturbing me. Ich sagte, ja, Gott, das stört mich sehr. Then God said to me, und dann sagte Gott zu mir, this is true. Das ist wahr. If you would not come as a Messiah, wärest du nicht als Messias gekommen, then Islam would occupy it. Dann wäre der Islam die vorstrebende, die vorherrschende Macht. And the world will go backward. Und die Welt würde wieder in die Vergangenheit zurückgehen. Maybe 1000 years backward. Ja, vielleicht 1000 Jahre in die Vergangenheit. Mittelalter. And then many, many disasters take place. Und dann würden viele, viele Katastrophen stattfinden. So he was true what Muhammad was saying. Was Muhammad also sagte, war wahr. But then God said to me something special. Aber dann sagte Gott zu mir etwas Besonderes. God said, this should not disturb you, what Muhammad said. Gott sagte, das sollte dich nicht stören, was Muhammad sagt. When Muhammad came, denn als Muhammad kam, Muhammad said, first thing, don't make each other God. Da sagte Muhammad, macht uns nicht gegenseitig zu Göttern. Don't do that. Macht sowas nicht. Oder macht euch nicht gegenseitig zu Göttern. And God, Muhammad first priority was, und Muhammads erste Priorität war immer to identity of God. Die Identität Gottes. If in Muhammad time, wenn in Muhammads Zeit 100.000 prophets came together, zum Beispiel 100.000 Propheten zusammenkamen, they could not win the identity of God. Sie konnten nicht gegen die Identität Gottes gewinnen. Muhammad did it. Aber Muhammad tat es. There was so dark time period. Es gab eine solch dunkle Zeitperiode. The identity of God. Über die Identität Gottes. Christianity was have three God. Das Christentum hatte drei Götter. This time when Muhammad came, und in dieser Zeit, als Muhammad kam, 500
75 year after Jesus Muhammad came. 575 Jahre nach Jesus kam Muhammad. And the Son of God. Und der Sohn Gottes. Confused the identity of God. Hat die Identität Gottes verwirrt. God was not happy. Gott war nicht glücklich darüber. How he spoke the symbol. So wie Jesus in Symbolen sprach. He lay direct or indirect misunderstanding for Christianity that he is God actually. Legte er direkt oder indirekt die Grundlagen, dass dieses Missverständnis über Gott entstand. You want to see God? You can see me. Jesus sagte, wenn ihr Gott sehen wollt, dann könnt ihr mich sehen. I am the way, life and truth. Er sagte, ich bin der Weg, das Leben und die Wahrheit. Nobody can meet God. Keiner kann Gott treffen. He laid this confusion. Er legte die Grundlage für diese Verwirrung. And this came a fallen teaching. Und das wurde dann zu einer gefallenen Lehre. That God need one body. Dass die daraus entstand, dass gesagt wurde, dass Gott einen Körper bräuchte. And then God dwell in this body. Und dann Gott in diesen Körper sein würde. And this was Jesus. Und dass das Jesus wäre. So long time this teaching that Jesus is God actually. Das ist also, diese Lehre besteht also schon seit einer langen Zeit, dass Jesus Gott ist. Now Jewish was confused. Und jetzt waren auch die Juden verwirrt. Buddhism was occupying confusion. Der Buddhismus war besetzt mit Verwirrung. Hinduism. Und der Hinduismus. And Far East Confucius. Und auch im Fernen Osten der Konfuzianismus. Jain. Und der Jainismus. Everybody was saying, jeder sagte, I am the Lord, I am the God, heaven on earth. Actually. Ich bin der Herr, ich bin Gott auf Erden. Now, to take this darkness away. Und um jetzt diese Dunkelheit wegzunehmen. Need a many thousand prophets actually. Dafür braucht man viele von tausenden von Propheten. But God said to me, Jesus. God said to me, but Muhammad alone was successful in this mission. Aber Gott sagte zu mir, Muhammad alleine war erfolgreich in dieser Mission. Now Muhammad say. Und jetzt sagt Muhammad, write down this identity of God, so I can bring young Muslim generation to God. Schreibt dieses Buch für die junge Generation der Muslime, damit ich diese zu mir, also zu Gott, zurückbringen kann. The young generation. Für die junge Generation der Muslime, oder? Yes. The book is. Und der Titel dieses Buches ist. Heaven Choose. Den hat der Himmel ausgewählt und sagte. Muhammad, the greatest among of the prophets. Muhammad, der großartigste aller Propheten. For what? Für was? The identity of God. In der Identität Gottes, also im Bringen der Identität Gottes. Now. Jetzt. This book he wanna use as a bridge. Dieses Buch möchte er als eine Brücke benutzen. To bring young generation, um die junge Generation through me to God, actually. Durch mich zu Gott zu bringen. But let's see one or two weeks or during in my mission what happened in Europe. Aber lasst uns beobachten, was in ein oder zwei Wochen in meiner Mission passierte. During my life. Während meines Lebens. About 2 weeks ago. Ungefähr vor 2 Wochen. Christian make a big celebration with music and with loudspeaker. Ja, this last Saturday, the Saturday before. I'm speaking English, you speak German. Ich wollte nur ganz klar. Okay. Also genau, also vor 2 Wochen, vorletztes Mal, da haben Christen, als wir auf der Zeil waren, eine große Feier gemacht
mit vielen Leuten und haben gesungen und Musik und Musik gespielt, ein Lautsprecher und mit einem lauten, mit vielen großen Lautsprechern und einem großen Mikrofon. For who? Für wen? Because Herr Khan come here. Weil Herr Khan hier ist, haben sie eine Gegendemonstration gemacht. Herr Khan is here. Ja, und haben gesagt, ja, hier ist Herr Khan. And he is a falsche, wrong prophet. Ja, und sie sagten, dass er ein falscher Messias ist. You see them? Seht ihr das? Many years gone, this bothered them. Ja, viele Jahre sind rum und das stört sie immer noch. And they were saying, Jesus give us warning. Und sie sagten, Jesus hat uns gewarnt. Many evil prophet, wrong prophet will come. Dass viele böse und falsche Propheten kommen werden. I said to Sandra. Und ich habe zu Sandra gesagt. Go and tell them, but Jesus did not say that true prophet will not come. You know. Geh zu ihnen und sag ihnen, dass es nicht wahr ist, dass Jesus nicht gesagt hat, dass kein wahrer Prophet kommen wird. Yes. And und what they was hating most, was sie am meisten hassten, God picture, Gottes Bild. First was Mr. Khan. Erst war Herr Khan die Hassfigur. Because I'm calling myself Messiah. Weil ich mich selber Messias nenne. And now whole hate moving to God picture. Und jetzt bewegte sich dieser ganze Hass zu Gottes Bild. Can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? What changed in Christianity? Was hat sich im Christentum geändert? And they was then after singing, und nachdem sie gesungen hatten, and then after they was speaking gift about me, poison. Yes. Danach haben sie sie haben dann erst gesungen, danach haben sie Gift über mich geredet. Poison, ja. And if you say to them, und wenn ihr zu ihnen sagt, I mean, this happened already in the past. Ich meine, das ist bereits schon in der Vergangenheit passiert. That my members deliver all over Germany the message, I'm a Messiah. Dass meine Mitglieder in ganz Europa, auf der ganzen Welt diese Nachricht verbreiten. Germany. In ganz Deutschland diese Nachricht verbreiten, dass ich der Messias bin. And if they wanna see God, they come to me. Und wenn sie Gott sehen wollen, dann kommen sie zu mir. 12 priests, a monk of in Germany, they were ready. Es waren damals 12 Priester in ganz Deutschland bereit. But then when they saw everywhere Mr. Khan is sending his Messiah. Aber als sie dann sahen, dass Herr Khan ein Messias ist, als sie seine Mitglieder überall in Deutschland herumgeschickt hat. Letters. Also später auch diese später haben sie diese Briefe herumgeschickt. Marion will say. Ja. Kannst du in Deutsch sagen? Marion, kannst du noch mal erzählen mit den Priestern und den Briefen und so weiter? Ja, wir haben ja über 2 Jahre, wir haben erst mal fast 1 Jahr alles rausgesucht. Alle Priester, die es in ganz Deutschland gibt, von der katholischen und evangelischen Kirche. Und jeder hat von uns separat ein Anschreiben bekommen. Und von denen allen haben sich 28 zurückgemeldet und dann sind wir mit 5 sogar in den Wald gegangen. And what happened then? Was ist dann passiert? Was dann passiert ist, dann war ein Pfarrer, der war halt so begeistert und hat auch das Gefühl gehabt, dass er am Baum was gemerkt hat und er wollte dann mit seinen anderen Kollegen sprechen, weil die so ein großes Treffen hatten, so ein übergreifendes, so ein Bundestreffen war das irgendwie. Und dann war aber auch der von Mainz da, Kardinal. Ja, der Kardinal von Mainz war da und hat das mitbekommen. Lehmann. Und dann hat er ein Schreiben gemacht für ganz Deutschland, also die unter ihm stehen, und hat dann geschrieben, also dass keiner dieses Buch lesen darf, keiner darf weiter Kontakt mit Herrn Khan haben und halt negative Sachen. Und dass, wenn sie es aber doch machen, dass sie dann ihre Gemeinde verlieren werden. Wow. Das bedeutet, dann werden sie gekündigt. Wow. Wow.
das war die Konsequenz. Und dann hat der eine mich angerufen und hat gesagt, es tut mir so leid. Er hat mir das dann erzählt. Er sagt, ich sage euch die Wahrheit, so und so ist es gewesen. Wir dürfen nicht, sonst verlieren wir unsere Gemeinden und es tut mir schrecklich leid. So, ja. Kann ich nochmal auf einen? No, I can tell in English. Yes. All over Germany went all these letters. Then they decided and they gave one letter to all over Germany, whoever will listen to Mr. Khan or follow him, he will be out of the church. All this priest. So they scare. And then other priests say, we went in the forest, we felt great present, but now we cannot lose our job, actually. So they went back to the old world in churches. So, power of Christianity. Das heißt also, die Macht des Christentums. Power of Islam. Die Macht des Islams. And religion. Und der Religionen. They don't want to see God in present in our life, actually. Sie wollen Gott nicht in der Gegenwart in unserem Leben sehen. That's why they hate me. Deswegen hassen sie mich. 2000 years. Und vor 2000 Jahren. And today. Und heute. They call me a Satan. Nennen sie mich einen Satan. But Jewish was saying 2000 years ago that Satan dwelling in Jesus too, actually. Aber vor 2000 Jahren sagten sie auch zu Jesus, dass Satan in ihm sein würde. Only different is. Der einzige Unterschied ist. Jesus never revealed to them about God. Dass Jesus nie zu ihnen etwas über Gott offenbart hat. They hate me more. Sie hassen mich noch mehr. Because they say, yeah, he's saying you can meet God directly. Weil sie sagen, ah, er sagt, dass wir Gott direkt treffen können. You don't need Messiah. Er sagt das, weil er sagt, dass wir keinen Messias bräuchten. We don't need prophet. Dass wir keinen Propheten brauchen. I'm telling mankind, you can direct meet God actually. Was ich der Menschheit sage, ist, dass ihr Gott direkt treffen könnt. And I brought so many heavenly divine truth. Und ich habe so viele himmlische, göttliche Wahrheiten gebracht. I built the bridge. Ich habe diese Brücke errichtet. But then everybody can meet God. Aber dann kann jeder Gott treffen. This bothered them. Und das hat sie gestört. This is disturbing. Das stört sie. First they call Messiah. Erst nennt er sich Messias. Then he say he know God more than any prophet. Und dann, dass er sagt, dass er Gott mehr kennt als irgendeinen anderen Propheten. Then he say God open his heart to me. Und dann, dass er sagt, dass Gott ihm sein Herz geöffnet hat. Then he telling whoever will read this book, he can meet God. Und dann sagt er, dass wer auch immer dieses Buch lesen wird, wird Gott treffen. This bothers religion. Das stört die Religionen. The most. Das stört sie am meisten. That's why. Und deswegen. They hate me. Hassen sie mich. Because I say. Weil ich sage. Religion is end. Die Religionen sind vorbei. I say. Das habe ich gesagt. But who gave me this information? Aber wer hat mir diese Information gegeben? God. Gott. God's religion time is end. Gott hat gesagt, die Zeit der Religion ist vorbei. If religion was so special and beautiful, wenn die Religion so besonders und so wunderschön sei, God would not say to me this thing. Dann hätte Gott mir all diese Dinge nicht gesagt. I have not even concept. Ich hätte noch nicht mal einmal ein Konzept darüber gehabt. To wipe out this religion. Diese Religion überhaupt auszulöschen. I was shocked when God said. Ich war schockiert, als das Gott gesagt hat. That this religion. Dass diese Religion. Coming soon. And. Station. Schon sehr bald in ihre Endstation kommen. And this will be cemetery. Und das wird der Friedhof sein, diese Endstation. It mean pass. Das bedeutet, dass sie ein Teil der Vergangenheit werden. And other discussion.
und in anderen Diskussionen. With me? Mit mir. The Christian, when they hear my name. Wenn Christen meinen Namen hören. They get. And now came bitter truth about Jesus. Und jetzt kam die bittere Wahrheit über Jesus heraus. Did I write down? Hab ich die selbstständig geschrieben? Nein. Nein. God asked me. Gott hat mich gefragt, dieses Buch zu schreiben. I wrote down Criminal Act of Prophet Muhammad. Und ich schrieb auch das Buch Die Verbrechen des Propheten Muhammad. I did not know they were gonna kill me. Habe ich nicht gewusst, dass sie mich umbringen werden. I don't want. Ich wollte nicht dieses Buch schreiben. But God in heaven said, write down. Aber Gott in die Himmel sagten, schreib es nieder. Write down everything about Buddha. Schreib alles über Buddha nieder. How much they sit in the middle point and finish the need of God for the fellow humanity. Wie sehr sitzen diese Propheten im Mittelpunkt und beenden das Bedürfnis der Menschen nach Gott? So, my friend. Und meine Freunde. 80 years is the last station of religion. Die 2080er sind die Endstation für alle Religionen. Oder die nächsten 80 Jahre, 2200. That's what God say. Das ist, was Gott sagt. I gonna wipe out this religion. Da hat Gott gesagt, ich werde die Religion auslöschen. And God give us table plan. Und Gott hat uns einen Architekturplan sogar dafür gegeben. Like when you are in the war. So, wenn ihr im Krieg seid, you make a plan. Dann macht ihr auch einen Plan. God, show me what will happen between 2020 and 2040. Gott zeigte mir, was zwischen 2020 und 2040 passieren wird. What will be 2040 to 2060. Und was zwischen 2040 und 2060 passieren wird. What will be 2060 to 2080. Und zwischen 2060 und 2080. What will be end of this century. Und was am Ende dieses Jahrhunderts sein wird. And then God say, und dann hat Gott gesagt. One family world. Die eine Weltfamilie. And I will be visible God. Und ich werde ein sichtbarer Gott sein. So. Und so. We should not sit middle point of God. Wir sollten nicht im Mittelpunkt sitzen, wo Gott hingehört. Otherwise we all gonna go down for it. Ansonsten werden wir alle unseren Fall haben. I even say to God. Ich habe selbst zu Gott gesagt. Finish my need that humanity should not remember me. Beende das Bedürfnis nach mir. Die Menschheit soll sich nicht an mich, Sahid, erinnern. Only you. Nur an dich, oh Gott. God says, und Gott sagte, in love, where my name will come, your name will come to it. In Liebe, wo mein Name kommt, wird auch dein Name sein. But humanity will be not confused anymore. Aber die Menschheit wird dann nicht mehr verwirrt sein. They know what belongs to God. Die wissen dann ganz genau, was zu Gott gehört. And they know, what is my position as a human being? Und die wissen dann auch, was meine Position ist als Mensch. So there will be no more confusion in future. Und dann wird es keine weitere Verwirrung geben in der Zukunft. That's why. Und deshalb. I wanna give very special gift. 12 Bände. I lost my heart. Forgot. Und deswegen möchte ich dieses ganz besondere Geschenk machen. Diese 12 Bände von Ich habe mein Herz in Gott verloren. And all inside you, what you will hear, und alles, was ihr dort hören werdet, but God speaking from his heart, das spricht Gott von seinem Herzen. This will be my life until I die. Das wird mein Leben sein, bis ich sterbe. 12 Bände and 11 books, how much it will be? 12 Bände und 11 Bücher, wie viel werden das sein? 23. 23. And I'm telling you. Und ich sage euch. At least 40 books I will reveal about God's heart. Mindestens 40 Bücher werde ich über Gottes Herz offenbaren. And this will be the foundation. Und das wird die Grundlage sein. To end
all this religion, unbeliever and this evil people. Um all diese Religion und diese Ungläubigen und was auch immer zu beenden. And one family will be there. Und dann wird die eine Weltfamilie da sein. Only what we need. Aber was ist das, was wir brauchen? These small members. Diese paar Mitglieder. Or India or wherever is there. Oder wo auch immer sie sind. Indien, wo auch immer sie auf der Welt sind. We have to just give one promise to God. Wir müssen nur ein Versprechen an Gott geben. God, my body. Gott, mein Körper. My energy. Meine Energie. My all thinking. Mein ganzes Denken. My awareness. Mein Bewusstsein. My truth of conscience. Die Wahrheit meines Gewissens. This my heart. Mein Herz. And my spirit. Und mein Geist. It belong to you. Das gehört zu dir. The word of God is here. Und dann ist die Welt Gottes hier. And I tell you. Und ich sage euch. I have a many confrontation with angels. Ich habe viele Konfrontationen mit den Engeln gehabt. And jinn. Und auch mit den Jinn-Schöpfungen. And with fallen creation. Und mit der gefallenen Schöpfung. And with prophet. Und mit den Propheten. And with Satan. Und mit Satan. I'm sorry, I call him Satan. His name is Lucifer. Es tut mir leid, dass ich Satan sage. Sein Name ist Lucifer. And with this world. Und mit dieser Welt. They could make me K.O. Konnten sie mich K.O. machen? No. Nein. In this heart is living the love of God. In diesem Herzen lebt die Liebe Gottes. It's so burning. Die brennt so sehr. Like a universe fire. Wie das Feuer eines Universums. And you will see. Und ihr werdet sehen. The day I will die. Der Tag, an dem ich sterben werde. If I will able to speak. Werde ich da in der Lage sein zu reden? Even you will see if I'm so sick that I'm laying like this. Yeah. Selbst wenn ihr sehen werdet, dass ich so krank bin, dass ich so liege. But if I will be able to speak. Aber werde ich in der Lage sein zu reden? I will speak 1 hour for my most beloved God. Ich werde eine Stunde lang über meinen meistgeliebten himmlischen Vater sprechen. That's why no creation could defeat me. Und deswegen konnte mich keine Schöpfung besiegen. Because God was always here. Weil Gott war immer da. And if you have also God here. Und wenn ihr auch Gott hier habt. And your body, your mind, all what I say. Und euer Körper, Verstand und alles, was ich gesagt habe. No creation can defeat you. Dann kann euch keine Schöpfung besiegen. On this universe eternal. In diesem äußerlichen Universum. An internal life. Und im ewigen Leben. Soon they will see you. Sobald sie euch sehen werden. The soon they see me. Sobald sie mich sehen werden. This crystal blue light is coming. Kommt dieses kristallblaue Licht. Every heaven. Und jeder Himmel. Have no authority anymore. Die haben keine Autorität dann mehr. Die machen so. Let him go. Die sagen, lasst ihn gehen. God's love is more powerful than any creation and any heaven actually. Gottes Liebe ist machtvoller und kraftvoller als jede Schöpfung. Only bring it here. Ihr müsst es nur hierher bringen, hier rein. Aber not like this. Aber nicht so. Bla 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 bla. Lip service. Durch euer Lippenbekenntnis. I can give you role model. Ich kann euch ein Vorbild sein. I did many mistakes. Ich habe auch viele Fehler gemacht. Aber my body. Aber mein Körper. My true thinking. Mein wahres Denken. My true awareness. Mein wahres Bewusstsein. My conscience. Mein Gewissen. My heart. Mein Herz. Was empty. Waren leer. And my spirit. Und mein Geist. Was billion percent always for God. War Billiarden von Prozent immer nur für Gott. Nobody can wipe me out. Keiner kann mich auslöschen. My body will die. Mein Körper wird sterben. But I will live forever. Aber ich werde für immer leben. My song. Mein Lied. Even God gonna God sing in the heaven actually. Wird selbst Gott noch im Himmel singen. This can be your God. Das kann auch euer Gott sein.
That's why it bothers every religion. Und deswegen stört es auch jede Religion. Yes. Because soon they read my book. Denn sobald sie meine Bücher lesen. Here. Ten time God. Dann steht allein auf einer Seite 10-mal Gott. 5-time God. Nochmal auf der nächsten Seite 5-mal Gott. 7-time God. Auf der nächsten Seite nochmal 7-mal Gott. There is nothing but only God. Da steht nichts als nur Gott. This bothers them. Und das stört sie. So please don't do the mission and because of me and think because of me. Tut also die Mission nicht wegen mir und denkt nicht an mich. I also can make a mistake. Ich kann auch Fehler machen. But when you focus on God, aber wenn ihr euch auf Gott konzentriert, God never make a mistake. Gott macht nie Fehler. God will bring you to your destination. Gott wird euch zu eurer Bestimmung bringen. Honestly. Und ganz ehrlich. We don't need this. Wir brauchen nicht diese kristallblauen Fahrräder. I was laughing very much. Ich habe sehr gelacht. When they say, this is for you, remember? Als sie gesagt haben, das ist für deine Mitglieder. I say, warte mal, I will give lecture this Sunday. Ja, ich habe gesagt, wartet mal ab, ich gebe einen Vortrag an diesem Sonntag und dann sehen wir mal, wer noch blaue Fahrräder braucht. Yes. We don't need heavenly animal to fly. Wir brauchen keine himmlischen Tiere, um zu fliegen. We don't need no one. Wir brauchen niemanden. Here. Nur hier. When my hair light comes. Wenn mein Licht kommt. Heaven light be dimming then. Dann dimmt das Licht der Himmel sich. Until I'm passing. Bis ich vorübergezogen bin. I'm dominating every heaven light actually. Dominiere ich das Licht eines jeden Himmels. My breath giving light. Mein Atem gibt Licht. My eyes giving light. Meine Augen geben Licht. My ear coming light. Aus meinen Ohren kommt Licht. Everywhere coming light. Von überall kommt Licht. From where I got it. Von wo habe ich dieses Licht? The day I love the will of God, the day God loved me actually. Der Tag, an dem ich Gott geliebt hat, habe ich all dieses Licht bekommen. Na. Du machst falsch. Ich übersetze falsch. The day. Der Tag. I was loving the will of God. An dem ich den Willen Gottes geliebt the habe. The day God loved me. An dem Tag hat Gott mich geliebt. And what he gave me? Und was hat er mir gegeben? His light. Sein Licht. You and I. Du und ich. We are one. Wir sind eins. I'm a role model for you. Ich bin ein Vorbild für euch. You don't need to wait. God, when I see you. Ihr braucht nicht warten und flehen. Oh Gott, wann sehe ich dich? This is a beggar who do that. Das sind Bettler, die sowas tun. No. Nein. We should live in the love of God. Wir sollten in der Liebe Gottes leben. Such a way. Auf solch eine Weise. When I want to lay my bed. Wenn ich im Bett liege. When night I want to lay down in my bed. Wenn ich mich nachts in mein Bett legen möchte. I swear of God. Dass ich bei Gott schwöre. God come and ask permission if I can lay down with you. Dass Gott kommt zu euch und sagt dann. No, God come to me. Kommt zu mir und sagt, darf ich mich neben dich legen in dein Bett? Du bist laut, aber du übersetzt nicht richtig. Yes. When I go to bed. Wenn ich ins Bett gehe and I'm tired, und ich bin müde und leg mich hin. Or daytime when I need 10-15 minutes. Oder tagsüber, wenn ich 10-15 Minuten brauche. Because I get. Weil ich so müde werde. Because I'm writing about God. Weil ich diese Bücher über Gott schreibe. I'm making new history. Ich mache Geschichte. So when in 10 minutes I want to sofa or I just God coming and say. Can I lay down with you? Wenn ich mich also 10 Minuten nur hinlege, dann kommt Gott zu mir und sagt, kann ich mich neben dich legen? And let me tell you something. Lass mich euch noch etwas sagen. Until I sleep, God light streich mich. Pat me. Yeah. Ja, also
Bis ich eingeschlafen bin, streichelt mich Gottes Licht. That's the way you love God. So, das ist, wie ihr Gott liebt. Yes. That God come to you. Dass Gott zu euch kommt. The Schicksal, the destination, good luck come to you. Das Schicksal, das, all das Glück kommt zu euch. Heaven come to you. Der Himmel kommt zu euch. Angel come to you. Die Engel kommen zu euch. That's why I saw. Und deswegen habe ich gesagt, when gesehen. Kingdom of God was established on earth. Als das Königreich Gottes auf Erden etabliert war. Heaven say. Haben die Himmel gesagt. We have every fortune. Wir haben all das Glück. But if you wanna know more about God, let's go to the earth. Actually. Aber wenn ihr mehr, wenn wir mehr über Gott wissen wollen, dann müssen wir aus unserem Himmel zur Erde gehen. And this earth was built like a heaven. Actually. Und die Erde war gebaut wie ein Himmel. We don't need to see TV in future. Wir brauchen nicht in der Zukunft Fernsehen zu schauen. Or Handy. Oder Handy. Oder am Handy zu sein. 100 years later. 100 Jahre später. Our face was like this. War unser Gesicht so. Because every time new paradise, new creation visiting us. Weil jedes Mal hat es ein neues Paradies, eine ganz neue Schöpfung besucht. Jeden Moment. And we was always like this. Und wir waren immer so. Wir haben die ganze Zeit so gegen den Himmel geschaut. Every 2 hours we need a massage. Ja, alle 2 Stunden haben wir eine Nackenmassage gebraucht, weil wir schon so steif waren. Each other. Ja, wir haben uns gegenseitig den Nacken massiert. Aber we continue keep like this. Aber wir haben weiter so gemacht. What kind of beautiful earth will be. Was für eine wunderschöne Erde das sein wird. And God says. Und Gott hat gesagt. There will be so amazing son and daughter. Dort werden so erstaunliche Söhne und Töchter sein. Who will speak, then diamond gonna fall like this. Wenn sie sprechen, werden Diamanten aus ihrem Mund fallen. It means they know so much about God. Das heißt, dass sie so, das bedeutet, dass sie so viel über Gott wissen. They will listen better than any creation. Sie werden besser zuhören als irgendeine Schöpfung. They gonna give better experience. Sie werden bessere Erfahrungen geben. When I heard this thing, als ich das gehört habe, I bowed to God. Habe ich mich vor Gott verbeugt. I was shedding tears. Und ich habe Tränen vergossen. I said, God, ich habe gesagt, Gott, this was my wish, das war mein Wunsch, to see this great people, diese großartigen Leute zu sehen. God says, und Gott sagte, you and I come hand to hand to see this son and daughter. Du und ich gehen Hand in Hand, um diese Söhne und Töchter zu sehen. We will go in future. Wir werden in der Zukunft gehen. You are not dying, only your body dying. Ihr sterbt nicht, nur euer Körper stirbt. Then I want to say goodbye to God. Und dann wollte ich zu Gott auf Wiedersehen sagen. God call me back. Und Gott rief mich zurück. God say. Gott sagte. There will be greater son and daughter in future. In der Zukunft werden die größten Söhne und Töchter sein. But I will never find one more like you, Zahid. Aber ich werde nicht nochmal jemanden so wie dich finden, Zahid. You see that? Seht ihr das? I found my value. Ich habe meinen Wert gefunden. I find my unique value. Ich habe meinen einzigartigen Wert gefunden. You have to find your value. Und ihr müsst euren Wert finden. That's why. Und deswegen. We have to challenge this society. Müssen wir diese Gesellschaft herausfordern. Who they are? Wer sind sie? I saw many times confrontation with Christianity. Ich hatte viele Male eine Konfrontation mit dem Christentum gehabt oder gesehen. And you have it 1 month ago? Ja, vor einem Monat. They said God is not important, Jesus is important. Hatten wir diese Begegnung? Sie haben gesagt, Gott ist nicht wichtig, Jesus ist wichtig. Can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? How God can live with these people? Like? Wie kann Gott mit diesen Leuten leben? Now coming the time. Und jetzt kommt die Zeit. 2040 to 2060. Von 2040 bis 2060. What God say? Was hat Gott da gesagt? I throw my light. Ich habe mein Licht geworfen. I will. Ich werde mein Licht werfen. You must listen.
I will throw my light, actually. Ich werde mein Licht werfen. And spiritual revolution take place from 2040 to 2060. Und eine geistige Revolution wird von 2040 bis 2060 stattfinden. And this revolution will be. Und diese Revolution wird dann. I want to meet God, actually. Sein, dass die Leute sagen, ich möchte Gott treffen. Like one revolution took place in Europe, Enlightenment. Where science technology takes us, we go. So wie es auch in Europa die Zeit der Aufklärung gab, wo dann gesagt wird, dort, wo uns die Wahrheit hinführen wird und die Wissenschaft, werden wir auch hingehen. Und dann hat sich die Technologie draus entwickelt. But this time revolution will be. Aber dieses Mal wird die Revolution sein. 2040. Von 2040. 2060. Zu 2060. Spiritual revolution. Die geistige Revolution. I want to meet God. Ich möchte Gott treffen. And this revolution. Diese Revolution. Our book will be the guiding line for the world. Dafür wird unser Buch die Führungslinie sein. Until 2060 there will be all over prophet who read our book. Bis 2060 wird es überall Propheten geben, die unser Buch lesen. One family world. Die eine Weltfamilie. And what kind of prophet will be? Und was für Propheten werden das sein? I can speak many hours about this. Darüber kann ich viele Stunden über dieses Thema reden. They were such a great prophet. Das waren so großartige Propheten. They came from South America. Sie kamen aus Südamerika. They wiped out Europe. Und die haben Europa ausgelöscht. And they brought new teaching. Und sie haben eine neue Lehre gebracht. How to meet God, actually. Und haben erklärt, wie können wir Gott treffen. And this man was holding my red book. Und dieser Mann hielt mein rotes Buch. He was holding my red book. Er hielt mein rotes Buch. And he made possible how to meet European people. He has so much love and power of God. Und er hat es geschafft, diese Europäer zu treffen. Und er hatte so viel Liebe und Kraft. We are just laying only foundation. Wir legen hier nur die Grundlage. You listened how I build my bridge of God? Ihr hörte mir zu, wie ich meine Brücke zu Gott errichte. How many people read this story? Wie viele Leute haben diese Geschichte gelesen? Few weeks ago. Vor ein paar Wochen. When? Azur, I have listened that. I have listened. Somebody else? Julian? Ja, Julian. Okay. Welche nochmal? Which story? Broken bridge. Die gebrochene Brücke. Ah, yeah, it touched me very much. You're gonna read pretty soon in the Bücher, in the books. Ja, ihr werdet diese Geschichte auch bald in den Büchern lesen. Only Christiana doing easy. Nur Christiane macht das einfach. She put everything in the YouTube, you know. Sie macht einfach alles auf YouTube. But this has to be in book form. Aber es muss auch in Buchform sein. Before she was saying, I'm so quick, I'm so special. Davor sagt sie immer, ich bin so schnell, ich bin so besonders. Now she's very behind. Aber jetzt ist sie sehr weit zurück. Sie braucht sogar meine Hilfe als Co-Übersetzer. You know? Ja. Maybe she need more help. Actually. Ja, vielleicht braucht sie noch mehr Hilfe. Because she many book behind now. Weil sie ist viele Bücher hinten dran schon. You cannot fight with God's heart. Ihr könnt nicht mit Gottes Herz kämpfen. I'm gonna give more speed, you're gonna feel dizzy. You know? Ja, wenn ich noch mehr beschleunige, wird euch noch schwindliger werden. Yes. Sometimes, only Sunday, sometimes I speak until 6-7 hours. Nur sonntags, manchmal spreche ich 7-8 Stunden. Nothing happened to me. Und nichts passiert mir. I went to Pakistan, I was speaking 3 days with small break actually. Ich bin nach Pakistan gegangen, ich habe ohne eine kleine Pause gesprochen. Many, many days. Für viele, viele Tage. Here is something burning. Und hier brennt also etwas. But now you can see me. Aber jetzt könnt ihr mich sehen. You can take me now. Ihr könnt mich in den Arm nehmen. Ja. Ihr könnt mich küssen. But spiritual life, when you see one universal of light coming, you're gonna get it. Who wanna come? Many thousand volt electricity actually. Ja, aber im geistigen Leben, wenn ihr mich sehen werdet, es ist wie, wenn ihr, wer will schon in Kontakt mit vielen tausenden von Volt von Elektrizität kommen? To take the arm? Um mich in den Arm zu nehmen. Starkstrom? Ja, wer möchte da unter Starkstrom gesetzt werden? Even you love me, but you say, oh, there's 100,000
wohl starkstrommig. Selbst wenn ihr mich seht, werdet ihr sagen, aber das sind viele von 100.000 von Volt Starkstrom. You still gonna take me now? Werdet ihr mich dann immer noch in den Arm nehmen? Who wanna take me now? Wer möchte mich dann noch in den Arm nehmen? Who ready to die? Wer ist bereit zu sterben? Yeah, maybe you take me one time, but second time you have no wish. Vielleicht nehmt ihr mich einmal in den Arm, aber ein zweites Mal werdet ihr es nicht tun. Yeah, when you gonna go, Wie werdet ihr machen? And then you will not. You say, no, we love you, but stay a little bit distance. Aber ihr werdet dann sagen, ja, wir lieben dich, aber bleib halt ein bisschen Abstand. Please don't come so near. Bitte kommt nicht nah. Yes. Sometimes love means also distance. Macho bedeutet Liebe auch Distanz zu halten. You see that? Seht ihr das? When you love somebody, wenn ihr jemanden liebt, you go nose to nose, dann geht ihr Nase an Nase. You cannot see the person. Und ihr könnt diese Person nicht mehr sehen. So you need a distance to see the love actually. Ihr braucht also auch Distanz, um die Liebe zu sehen. I know Elizabeth in Paradise. Ich kenne Elisabeth im Paradies. When I came, als ich kam, she did to me, hat sie mich nicht in den Arm genommen. Sie hat so viele Luftküsse hat sie mir gegeben. When I came near, she did, als ich nahe kam, hat sie gesagt, please, no. Bitte nicht. I'm a Starkstrom. Ich bin Starkstrom. This is the love of God. Das ist die Liebe Gottes. One time I tell you something very special. Einmal, ich sage euch etwas sehr Besonderes. And then, und dann, you can ask questions. Könnt ihr Fragen stellen. Jesus is proud. He is white light. Jesus ist sehr stolz, dass er weißes Licht hat. How many thousand years he is proud? Seit wie vielen Tausenden von Jahren ist er stolz darauf? I came in front of Jesus. Ich kam vor Jesus. I say, I take my light away. Und ich sagte zu Jesus, ich nehme mein Licht weg. Totally. Ganz. And I want to see how much current is coming from your light actually. Und ich möchte sehen, wie viel Strom von deinem Geist kommt, wenn ich dir die Hand gebe. I took my whole light away. Und ich habe mein ganzes Licht weggenommen. Jesus gave me hand. Jesus gab mir die Hand. And I had no light. I took away. I said, God, take my light away. Und ich hatte kein Licht und ich habe gesagt, Gott, nimm mein Licht weg. He hold my hand. Und dann hielt er meine Hand. And still, I said to Jesus, pull me your side. Und ich sagte zu Jesus, los Jesus, zieh mich mit Kraft auf deine Seite. With his whole light, his whole current, he could not pull me. Mit seinem ganzen Licht, mit seiner ganzen Kraft konnte er mich nicht auf seine Seite ziehen. And I say, I have no light right now. Und ich sagte zu ihm, ich habe in diesem Moment kein Licht, Jesus. And I pull like this, Jesus went this direction like a fly. Und ich habe Jesus so gezogen und er ist wie eine Fliege, die Schlage in diese Richtung geflogen. This is the love of God without light. Das ist die Liebe Gottes ohne Licht. And I say, und ich habe gesagt, now you wanna try when I have a light? Willst du es ja versuchen, wenn ich Licht habe? He looked me like this. Und er hat so geschaut. Then he left me. Und dann hat er mich verlassen. We are stronger than even we have no light of God. Wir sind selbst stärker, wenn wir nicht mehr Licht Gottes haben. And when we have a light, und wenn wir das Licht Gottes noch dazu haben, we will always speak only for God. Werden wir immer nur für Gott reden. And we have no light, und wenn wir kein Licht haben, we will die for God again. Dann werden wir für Gott sterben. But we will not give up. Aber wir werden nicht aufgeben. Danke schön. Dankeschön. And this is also what I one time saw in a vision. Erzähl Deutsch und dann. Das ist auch das, was ich einmal gesehen habe in einer Vision. Ich, Wolfgang, Anton, Sander, Simon war auf der Straße und dann wurden wir umgebracht und dann sind wir mit den Broschüren, die wir gerade in der Hand hatten und mit diesem Plakat, sind wir in die geistige Welt gegangen und wir waren in diesem Todestunnel und haben direkt weiterverteilt. I saw one time in a vision. I, Sander, Simon, Wolfgang and Anton, we were killed. We were on the street and we were killed. And with this, each of one had so much booklets in their hand. And with those booklets that we had in our hand and with this backpack, we were in spiritual world. And we instantly, in those tunnels of death, we keep continuing giving those booklets. In that tunnel? That tunnel. In diesem Todestunnel. 99.99% humanity is fear.
haben 99,99% der Menschheit Angst. Fear, Panik. Angst, Panik. That's it. They cannot move anymore. Sagen, das ist es und können sich nicht mehr weiter bewegen. And they were giving flyer for God. Und die haben weiter Flyer für Gott verteilt. This death tunnel. Diese Todestunnel. Is not stronger. We are stronger because we give something special for God. Diese Todestunnel sind nicht stärker, sondern wir sind stärker, weil wir etwas für Gott geben. So death cannot win over us. Der Tod kann also nicht über uns gewinnen. Yes. This is a mean. Das ist, was es bedeutet. One time Moses said, Papa. Einmal hat Moses gesagt, Papa. I want to see what is it mean to fly. Ich möchte sehen und wissen, was es bedeutet zu fliegen. I say, Moses. Und ich habe gesagt, Moses. One day follow me, I make you Superman. Eines Tages folge mir und eines Tages wirst du Superman sein. And then time came. Und dann kam die Zeit. He fly as a Superman. See, yes. Dann kam die Zeit, wo er als Superman geflogen ist. And all religion were down, und alle Religionen waren unter ihnen. In spiritual world. In der geistigen Welt. And they were looking like this. Und sie haben so rübergeschaut. Should I tell this vision? Yeah. Ich war in einer Welt und wir haben diese Vision hat direkt an eine andere Vision, die ich 2 Monate davor hatte, angeschlossen. Und wir haben Broschüren verteilt. Und wir haben diese Broschüren in viele, ich war mit Mario, mit Papa und mit all unseren Leuten, die immer in Frankfurt unterwegs sind, war ich unterwegs. Und wir haben die in Briefkasten gemacht, damals, in dieser Vision. Und ich habe gesagt, gib mir, ich möchte nicht, dass die in Briefkasten geworfen sind, die müssen von Person zu Person verteilt werden. Und dann habe ich zu Papa gesagt, gib mir diese letzten Broschüren. Ich werde die nehmen und ich hatte meinen Mantel an, vielleicht habt ihr gesehen, ich habe auf meinen Bildern, ich habe einen Mantel und mit diesen Broschüren und dann bin ich abgehoben, ich habe wie Turbinen waren unter meinem Mantel, haben so, brrr, nicht aus meinen Hintern, aber aus meinem Mantel und dann bin ich hochgeflogen und dann war ich über dieser Stadt, die sah aus wie Frankfurt, aber diese Stadt war millionenmal größer, wo ihr hingeschaut habt, war nur Stadt. Ich bin geflogen und da war eine jüdische Synagoge und diese jüdische Synagoge war bewacht. Aber weil ich fliegen konnte und oben war das Fenster offen, ich bin von oben in das Fenster reingeflogen und ich stand über diesen Gebetsraum. Und dort waren viele Juden und haben gebetet und haben gesagt, wann wird der Messias kommen, wann wird der Messias kommen. Und ich stand da mit meinen Broschüren und dann habe ich die angeguckt und dann habe ich geschrien, ich habe laut gesprochen, ich habe zu ihnen gesagt, seit Tausenden von Jahren, seit Millionen von Jahren wartet ihr auf den Messias und der Messias ist jetzt hier. Und jetzt habt ihr die Zeit, den Messias zu unterstützen. Er lebt jetzt auf Erden. Ihr habt jetzt die Zeit. Ihr habt die ganze Zeit gebetet und jetzt wurden eure Gebete erhört. Kommt und nehmt diese Broschüren und nehmt sie an. Und erst haben sie mich angeschaut und sie haben geguckt und haben nicht geglaubt, dass ich fliegen konnte. Und dann bin ich runtergekommen, bin gelandet, habe gesagt, hier fast über mich, ob da ein Seil über mir ist. Und dann sind die ganzen Frauen und Kinder zuerst zu mir gekommen und haben so gemacht. Und als sie das gesehen haben, haben sie sich erschreckt und haben geschrien. Und dann hab ich diese Broschüren ihnen gegeben und dann bin ich wieder in die Luft gegangen. Ich habe gesagt, jetzt habt ihr die Zeit, ihr habt diesen Beweis, jetzt ist der Messias hier und ihr sollt diese Nachricht jetzt annehmen. Und dann bin ich mit Jakob, war auch dabei und wir sind von Synagoge zu Synagoge gegangen, weil das Besondere ist ja, ich heiße ja Moses. Der Prophet Moses ist in die Synagogen gegangen, also Moses ist in die Synagogen gegangen und hat den Juden gesagt, dass der Messias da ist. Please explain in English. Okay, in English. A short one. We were giving booklets. I said, no, this booklet should not be thrown in the letterboxes. We should give it from person to person. Hazur gave me the rest of the booklets. It was so much. And I had my mantle, my jacket. And I was flying up. And then I was overseeing the whole city. I was flying to a synagogue, to a Jewish prayer place. And this Jewish prayer place was guarded. And I flew through the window in this Jewish prayer place. And I saw those people praying for, and they were saying, oh Messiah, when are you coming? And then I was speaking very loudly and was saying, the Messiah is here. You were waiting for thousands of years for the Messiah. Now he is here. Now you have the opportunity. Now you can come. And I said, he is living right now. You were praying and your prayers have been heard. Then I was coming down because they were not believing that I could fly. They were thinking that I had a rope
stuck behind me. I was saying, come and touch if this rope, if there's a rope. And then first the women and the children were coming, and they were looking if there was a rope, and there was none. And then they got excited and they were screaming. And then I was coming back into the air, and I said to them, the Messiah is here. Now do your part of responsibility and help the Messiah. And I was giving them the booklets. And then I was, because my name is Moses, Moses was in the Jewish prayer places. And then I was flying with Jacob from synagogue to synagogue and was preaching this message. And you know, Jacob is also a very important person for for Judaism. So Moses and Jacob, the main people for Judaism, were going to Jewish prayer places and saying that the Messiah is here, that whole prophecy is fulfilled. Oh, very nice, very nice, very nice. I saw one picture of a Baron of Stefan. Ich habe in der Offenbarung ein Bild von Stefan gesehen. And the way he walking looked like he's very happy. Und so wie er lief, sah ich, dass er sehr glücklich war. So I make a joke with him. Deswegen habe ich einen Witz mit Stefan gemacht. I say, only three things can happen. Ich habe gesagt, nur drei Sachen können passieren. I was making only joke. Ich habe nur einen Witz gemacht. You made God. Du hast Gott getroffen. Or you found new girlfriend. Oder du hast eine neue Freundin getroffen. Jetzt. You found new girlfriend. Oder du hast eine neue Freundin gefunden. Or you running away from your old girlfriend. Oder rennst du weg von deiner alten Freundin. So this was only joke. Das war eigentlich nur ein Witz. But he was very happy when, if you see this picture. Aber wenn ihr dieses Bild seht, Stefan ist sehr glücklich, wenn er dieses Plakat anhat. If you see this picture. Ja, er ist sehr glücklich auf diesem Bild mit dem Plakat. The way he walking. So wie er läuft. So I pray for him. Und ich habe für ihn gebetet. 10 minutes later I saw one vision. Und 10 Minuten später habe ich eine Vision gesehen. I saw angel. Ich sah die Engel. They're doing something. In his body. Sie taten etwas in seinen Körper. And I say, und ich sagte, what are you doing? Was macht ihr? They say, we putting some seed, so he can get the wings. Wir setzen in ihn einen Samen, damit er Flügel bekommen kann. And I say, und ich sagte, these wings gonna be in spiritual world. Werden diese Flügel in der geistigen Welt sein? They say yes. Sie sagten ja. I say, why are you giving him this wing exactly? Ich fragte sie, warum gibt ihr ihm diese Flügel? They said to me. Und sie sagten zu mir. I don't know. They say, maybe in spiritual world up and down, you know. Vielleicht. Ich sagte, vielleicht ist er in der geistigen Welt hoch und runter, also sehr wackelig. Angels. Haben die Engel gesagt. So we give him wings. Deswegen geben wir ihm Flügel. That even he lose his light. Dass selbst wenn er sein Licht verliert. Robbie can fly with black wings actually. Yeah. A raven can still fly also with his black wings. Ein Rabe kann immer noch mit seinen schwarzen Flügeln fliegen. So even he has one day lose his light. Dass selbst wenn er eines Tages sein Licht verliert. We want to give him wing, so he still can fly in spiritual world. Wir wollen ihm Flügel geben, damit er immer noch in der geistigen Welt fliegen kann. And I say reason. Und ich sagte, der Grund. They say, he loved God and he loved you very much. Was ist der Grund dafür? Und sie sagten, er liebt Gott und er, he loves God and he loved you very much. Und er liebt dich sehr. Ja. So I give you good news. Deswegen, Stefan, ich gebe dir die gute Nachricht. Whatever Sauerei you make in spiritual world, you still have a wing to fly. Was auch immer du für eine Sauerei im geistigen Leben machen wirst, du wirst immer noch Flügel haben, um zu fliegen. Whatever mess he gonna do, he still have a black wing. Ja, was auch immer, was für immer, ja, genau das. He can fly away. Er kann dann weit fliegen, weit weg fliegen. What love can do it. Was Liebe tun kann. When you do something with whole heart. Wenn ihr etwas mit ganzem Herzen tut. When you feel happy. Wenn ihr euch glücklich fühlt. Many things can take place. Dann können viele Dinge passieren. Some question you can ask. Gibt es Fragen? Dann könnt ihr sie gerne fragen. Congratulations, Mr. Stephen. Congratulations, Mr. Stephen.
Sir, I have a question. Asim Chata. Please ask. Yeah. Yes. Sir, in one, Hazur, in one of the stories you mentioned that God's daughter came and she gave you a locket, and I need to know what sort of names God gives to his daughters. Like, what was the name of that daughter who came in the limousine? You were last time telling about the story about God's locket from True Moments, and last time you were telling that you were meeting her again in this limousine. Yeah, and he wants to know the name of her. Er möchte den Namen von Gottes Tochter wissen, die ihm dieses Amulett gegeben hat. Ja. Was ist die Tochter von Gott? Name ist, das ist meine Liebe mit Gott, Tochter, das geht ihm nicht an. Ja. Hazur said, what the relationship I have with God's daughter and her name, this is just something between me and God's daughter, that's nothing of your business. Okay, so thank you, sir. Thank you. Mohabbat, main chahe usko rozana naye 100 naam do ya wo mujhe 10 naam de. Chota sahab, aap kyun beech mein aa rahe hain? Hazur, maine samajhna tha ki Allah apne bachon ko kaise naam deta hai, us tarah ka naam main kisi rishtedar ko main bhi naam bata dunga phir jab shuru karu. To ye naam ki bhi badi batata hu, because in love you give every day a new name. Denn in Liebe gibt dir jeden Tag einen neuen Namen. Ja, ich hätte auch eine Frage. Du hast am Anfang deines Vortrages gesagt, dass eine Schöpfung seinen Segen verliert, sobald Gott eine neue Schöpfung erschafft. Und haben die Menschen dann nicht schon ihren Segen verloren? Weil Gott hat doch bestimmt schon wieder eine neue Schöpfung erschaffen. Oder sind wir die Jüngste? At the beginning of your lecture, you said that when God creates a new creation, then the creation before that loses their blessing. And but did not God create already new creation? So did not humanity already lose their blessing? What does that mean? No. I was talking only. We should learn the lesson from other creation. Who lost love with God. Ja, ich habe nur gemeint, wir sollen unsere Lektion daraus lernen, von anderen Schöpfungen, was sie, die bereits ihre Liebe zu Gott verloren haben. And they, now I don't know how long gonna take for them. Und ich weiß es nicht, wie lange sie brauchen werden. And same thing this creation, our creation. Und das gleiche auch mit dieser Schöpfung. I don't know how long takes. Ich weiß nicht, wie lange das brauchen wird. Before they can come out from the darkness. Und bevor sie aus dieser Dunkelheit rauskommen können. So this was, I was talking generally. You know? Ja, ich habe generell darüber gesprochen. But this time we fulfill the will of God. Aber dieses Mal erfüllen wir den Willen Gottes. So God can create in many creation, but God will not forget us. You know? Gott kann viele Schöpfungen erschaffen, aber Gott wird uns nicht vergessen. Yeah, this was just only I was reminding. Something. Das ist nur das, was ich erinnert habe. Yeah, reminding. Was mich reminding mean, I was telling, we should learn what happened. Ja, yeah, etwas du tust, läutern, etwas erinnern. Ja, yeah, okay. Was wir tun sollen. Ja, yeah, okay. Somebody else want to know? Möchte jemand etwas wissen? Wie heißt Diethelm. Diethelm? Du musst heute sprechen mit mir. Du musst heute mit mir sprechen. Ich muss heute sprechen. Du musst was sagen, ja. Du musst was sagen, Diethelm. Ja. Weil ich wünschte mir, dass wir uns von den Religionen schon früher verabschieden können. Ja. So wie ich das mitbekomme, gibt es ja viele Kirchenaustritte und diese Kirchenbrüder sind ja eigentlich auf der schwarzen Liste. Und ich denke, dass es früher, also wünschte mir, dass es früher geht. Nicht nach dem aufgezeigten Zeitplan. Ja, aber vorher kannte nicht, weil wir haben nicht so viele. Gott hat Offenbarung gegeben. Diethelm said that his wish is that religions comes to an end earlier than what God already said. Yeah. That's his big wish. And Hazur said, yes, but our revelations just came now. It needs some time. Yeah. Yeah. But still his wish is that religions end comes earlier. Yeah, yet we have an alternative. Jetzt haben wir die Alternative. Gott. And his, Gott. Und er spricht direkt mit uns. Und er spricht direkt mit uns, ja.
Die Religionen wirken wie ein Filter zwischen uns und Gott. Und der muss doch irgendwie wegkommen. Ja, und schnell da wegkommen. Arbeiten wir ja dran. Jeden Tag auf der Straße. Yes. Jetzt sollte ich sprechen, Klee. Ja, jetzt, Ursula, bist du dran. Du sollst was sagen. Wir hören dich noch nicht, Ursula. Ursula, hast du dein Mikrofon an? Ja, ich habe jetzt mein Mikrofon angemacht. Ja, ich habe schon auch gedacht gehabt, dass der Vatikan gar nicht mehr gäbe, habe ich gehört. Ja, sie hört das Vatikan. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt, aber ich habe gehört, dass der Vatikan nicht mehr gibt mit dem Papst. Sie sagt, der Vatikan und Papst do not exist anymore. Yes. In ungefähr 25 years. In ungefähr 25 Jahren. The power of this Vatican will collapse totally. Wird diese Macht dieses Vatikans total einstürzen. And they're gonna come many things out. Es werden viele Dinge herauskommen. Collapse of this Vatican. Dieser Kollaps des Vatikans. They will find out many things like homosexuality. Werden viel auch was so Homosexualität herausfinden. And then this system will be collapsed. Totally. Und dann wird auch dieses ganze System zusammenklappen. Same thing other religion. Das ist genau das gleiche mit anderen Religionen. It's only question of time. Das ist nur eine Frage der Zeit. Also ich habe ihn am Dienstag auf der Straße von jemandem gehört, was wollen Sie denn mit Gott, der ist doch tot. Und dann habe ich ganz laut gelacht. Und dann ist mir also in letzter Zeit ganz klar geworden, die Menschen wollen sich nicht mit Gott oder an Gott erinnern. Sie haben Angst davor, denn sie müssen ja ihr Leben dann verändern. Elisabeth said, people are frightened before God. Because they have this fear that they have to change their bad way of life when they get to know God. Yes. Until 2040 they will say God is blonder Junge. Ja, yeah, bis 2040 werden sie sagen, dass Gott ein blonder Junge ist. Yes, but if this would be my wish, I would make God Asian, you know. Ja, wenn es nach mir gehen würde, würde ich Gott zum Asiaten machen. But God is, what you see, the blonde hair. Dieses blonde Haar, was ihr seht. This is not a hair. Das ist kein Haar. If you see in the reality of God, wenn ihr es in der Realität seht, Gott. This are burning fire. Das ist brennendes Feuer. This is burning fire. Brennendes Feuer. But we want that mankind can see visible God. Aber wir wollen, dass die Menschheit den sichtbaren Gott sieht. Same thing God this pupille. Das ganze ist gleich mit Gottes Pupillen. Is not there. Die sind auch nicht da. But we show God eyes. Aber wir sehen Gottes Augen. We show. Wir haben Gottes Augen gezeigt. Because when God cooled down his light, denn wenn Gott sein Licht abkühlt, then you can see God. Dann könnt ihr Gott sehen. But not when he's a burning bush, you know. Aber nicht als brennenden Busch, also nicht wenn er brennt, nicht wie ein brennender Busch ist. Yes. But the question is, if God need this face? Die Frage ist aber, braucht Gott dieses Gesicht? No. Nein. This came much later. Das kam viel später. When God created many creation. Als Gott viele Schöpfungen erschaffen hat. Let's say you meet me in spiritual world. Angenommen, ihr trefft mich in der geistigen Welt. You will see one crystal blue ball. Dann werdet ihr einen kristallblauen Ball sehen. In this blue ball. Und in diesem kristallblauen Ball. Like a million sun shining. Es ist so, als wären Millionen von Sonnen scheinen. How you gonna look at this? Wie werdet ihr dann drauf schauen? Can you see me inside? Könnt ihr mich dort drin sehen? You cannot see even June, July sun. You cannot keep eye. Ihr könnt nicht mal im Juni oder Juli in die Sonne schauen. It mean. Das bedeutet. This blue crystal ball. Dieser blaue Kristallball. Is protecting me. Beschützt mich. To travel before the blick in the eternal life. Beschützt mich, dass ich in einen Augenblick durchs ganze ewige Leben reisen kann. This crystal blue. Dieser kristallblaue Ball. You only can see me. Ihr könnt mich nur sehen. When I cool down my light. Wenn ich mein Licht abkühle. So let's put this way. I jump and the moment I fly. Ich springe und der Moment, in dem ich fliege. The crystal blue ball cover me. Umgibt mich dieser kristallblaue Ball. And if with this blue ball I am passing heaven. Und wenn ich mit diesem kristallblauen Ball die Himmel durchquere, oder Paradise, oder das Paradies, oder die mittlere Dimension,
You cannot see. Dann könnt ihr mich nicht sehen. Only when I cool down. Nur wenn ich mein Licht abkühle. Then you can see me. Dann könnt ihr mich sehen. When, while I was telling you just this story, these things. Als ich euch gerade diese Sachen mitgeteilt habe. I saw few blick this heaven where I was passing. Sah ich für ein paar Momente diesen Himmel. I was also seeing something. Yeah. When you were describing how you were flying in this blue ball, I saw on one heaven there was sun and there was also but blue, like blue sun flying beside. You can tell. Ich habe gerade gesehen, als er darüber gesehen hat, habe ich gesehen den blauen Himmel, wie die Sonne da war, aber da ist auch noch eine blaue Sonne vorbeigeflogen und das war er. Wow. Ja. Ey, Abi. Die Sonne stand da und er ist so vorbeigeflogen. Hm. Abhi main bata raha tha, to isne abhi dekha ke suraj chamka hua tha aur isne ek aur suraj dekha jiski roshni nuron mein thi aur kehne laga papa wo tu tha, tu suraj se upar gaya. Abhi dekha. Just now. Just now when he was saying and when he was also seeing his vision. Wow. Wow. Abhi dekha. Er hat er jetzt gerade gesehen. Ja, gerade eben. Yes. Am so. Himmel die Sonne und er ist auch, er war noch heller als die Sonne und ist vorbeigeflogen. Suraj Sevi Zyada Roshan. Wow. God bless you. Gott hat mich gesegnet, ja. Du bist nicht mehr blind. Ja, ich bin nicht mehr blind. So, please. I only ask me a question, but I only say, try whatever you can do for the will of God. Ja. Frag mich einfach Fragen und ich sage immer, versucht, was ihr für den Willen Gottes tun könnt, zu tun. Yeah, Dieter, invite me 10 people, I come. Dieter, lädt mich ein zu 10 Leuten, dann komme ich. 7. Mai, I go Stuttgart. Am 7. Mai gehe ich nach Stuttgart. Then June, I go Stuttgart. Dann im Juni gehe ich nach Stuttgart. I don't know when it's seminar. Ich weiß nicht, wann das Seminar ist, Elisabeth. But whatever you prepared, I will come. Aber was auch immer ihr vorbereitet, da werde ich zukommen. Yes, this I promise. Das verspreche ich. Yeah. Some question, please. Noch Fragen? Oder that's it. Oder war's das? Iris, have one question. This Iris. Iris, hast du eine Frage? Ne, Iris, Ines? Nee. Stefan. This. Ach, Erich. Erich, ja. Yeah. Yeah. I make him woman. Ja, yeah. Ich habe Erich zu einer Frau gemacht. Erich, hast du eine Frage? Nein, heute nicht. Er sagt nein, heute nicht. Heute nicht. Okay. Ja, ich war bei meinem Grab, bei meinem Bruder, in Mühlheim an der Ruhr. Wir haben nicht ganz verstanden, aber Stefan, kannst du noch mal sagen, was er gesagt hat? Ja, sag ich mal. Der Erich hatte eine Nachricht bekommen, dass sein Bruder gestorben ist. Wir waren jetzt diese Woche beim Grab und da ist auch die Mutter beigesetzt. Mhm. Da konnten wir diese Woche nutzen und etwas für den Erich tun. Somebody else, du wolltest Silvana möchte. Silvana oder anybody ask question. Silvana oder irgendjemand? Hat jemand eine Frage? Please, ask. Bitte. Also ich hätte eine Bitte. Also ich treffe heute eine Frau und vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, dass ich hier an die Uni da Mitglied werden kann und dass ich dann eine Ausreise kriege über Russland. Weil ich möchte wirklich kommen. Und jetzt muss irgendeine Tür aufgehen. Okay. Schön. Okay. Wie viel und was ich noch gesehen habe zu den Christen, das war, dass die so wütend auf dich sind, weil sie nicht den Mut haben zu sehen, wie sehr ihre Führer sie hassen. Mhm. Weil sie blockieren ja total ihre Entwicklung, dass sie sich keinen Schritt weiterentwickeln können. Und da haben die nicht den Mut. Yeah. They don't, she said to Christians and their leaders don't have the courage to develop further. Mhm. Mhm. Die Termin ist girlfriend, what is name? Ursula. Ja, Ursula, wenn du hat ein paar Leute oder Dieter, ich komme. Ja. Oder wenn du ein paar Leute hast oder Dieter, dann komme ich wieder. Ja. Müssen wir denn mit Dieter zusammen? Ja. Sehr nähe von mir. Weil ihr seid ja sehr nah bei mir. Wir wohnen hier in einer streng katholischen Gegend.
wir sind umgeben von Katholiken. Zum Beispiel am Karfreitag waschen die alle ihre Wäsche, weil das ja ein evangelischer Feiertag ist. Das heißt, es ist sehr schwierig, du kannst es mir glauben oder ihr könnt es mir glauben, dass wir fast täglich Leute ansprechen. Ja. Und das muss natürlich ein geeigneter Mensch sein. Aber irgendwann, wenn noch im Chat ein paar Leute, ja, ich kann jede Zeit vorbeikommen. Ja. Das ist okay. Ja. Ich weiß. Ich habe auch einen sehr guten Platz dafür. Ich suche diese Leute. Ich wirke gegen die anderen, die da mit den Plakaten rumlaufen, natürlich wie ein Heinzelmännchen ohne Aktion. Aber ich reagiere anders. Ich versuche also die Menschen zu ergründen, ob sie dafür ansprechbar sind. Und es sind nicht viele oder leider nur sehr wenige. Ja, okay. Manchmal gar keiner. Das ist schön. Muss ein Grundinteresse da sein. Ja, Wolfgang? Dieter, in der unmittelbaren Nähe von dir, 20 Kilometer südlich, habe ich eine Stelle mit vorbereitet. Wir sprechen dann auf kurzen Dienstweg telefonisch, nur damit du das weißt, das kannst du jetzt gerade noch nicht wissen. Und dann können wir da was vorbereiten. Okay? Ich bin noch seit Neuestem wieder in der Hüttenmühle. Ah, sehr schön. Ganz in der Nähe bei dir. Ich habe das gestern geprüft, die sind einverstanden. Aber euch lebt sehr wunderschöne Ecke, Bad Camberg. Ich habe vorher viele Vorträge gegeben, viele Jahre. Ja. So, das ist sehr schön. Und das ist sehr näher. Ich glaube, eine Stunde? Wir sind eine, da. Eine Stunde, ja. Ja, Bad Camberg, I used to give many lectures and it's a beautiful place where you live and I want to give lectures there. Das ist nicht ihr Thema. Und die geistige Welt, Zeit ist auch sowieso kein Thema. And in spiritual world, time is not a matter. Yes, we are. That's an important subject. Christiana oder Inet oder whatever. Christiana, Annette, whoever you want a question or. Der auch immer noch eine Frage stellen möchte, bitte. Because look like you are perfect now. Weil es sieht aus, als wärt ihr jetzt perfekt. You have scheint no, so. No question anymore. Ja, weil ihr keine Fragen mehr habt. Mm-hmm. Wann kommt diese Dennis? Dennis heißt er. Oh. Gabi. Gabi, ja, wann kommt Gabi? Gabi, wann kommst du? In Stuttgart. Ja, Stuttgart. Gabi, wir hören dich nicht. Ja, Entschuldigung, ist noch nicht konkret. Die Wohnung ist gekündigt, aber ich habe noch keine neue. Ach so. Dort. Ich habe gehört, dass, wie heißt er? Julian hat ja gesagt, dass es eine Platte ist für dich. Was war das? Es werden Wohnungen frei, aber es ist noch nicht klar, dass der Vermieter auch Gabi die Wohnung gibt. Okay. Genau. Ja, aber ja, ich habe so gehört, dass große Zeit sie kann wohnen mit diese Leute, wo Neumitglieder. Mit Silvia und Uli eventuell, wo du am 7. Ja. Mai auch sein wirst. Ja. Na gut. Wenn Gabi da, dann kommt Salomon an. 100%. Wenn Gabi da ist, dann kommt schon was zu machen. Ja. So, wenn you have no, wenn euch jetzt keine, wenn ihr keine weiteren Fragen habt, dann ich bete, ja. Dann bete ich, ja. Wie ist Anton Gesundheit? Anton, wie ist deine Gesundheit? Anton, wie deine Gesundheit ist. Ach so. Recording stopped. So, I pray? Ja. Most beloved and beloved him. Recording in progress. Geliebter und geliebter himmlischer Vater. When your name come in my lips. Wenn dein Name über meine Lippen kommt. I become mystic. Dann werde ich mystisch. 2022. Your love. Deine Liebe. Live in my heart. Lebt in meinem Herzen. Live inside of my true thinking. Lebt in meinem wahren Denken. In my spirit. In meinem Geist. Heavenly Father. Himmlischer Vater. We are so much love with you. Wir sind so in dich verliebt. That you are revealing your heart to us. Dass du uns dein Herz offenbarst.
This what humanity needed. Das ist, was die Menschheit braucht. Once humanity will come to know who you really are. Sobald die Menschheit herausfindet, wer du wirklich bist. This journey for humanity will be very smooth. Dann wird diese Reise für die Menschheit sehr einfach sein. We are in the beginning. Wir sind noch am Anfang. But our books say we have opening the new human era. Aber wer? Who's that? Unser Buch, right? Unser Buch sagt, dass es die neue menschliche Ära öffnet. And we are so happy and pleased. Und wir sind so glücklich darüber. That within end of this century. Dass innerhalb eines am Ende dieses Jahrhunderts. Begin something visible. Dass etwas Neues, Sichtbares beginnt. That humanity will be spiritual open. Dass die Menschheit geistig offen sein wird. They will be not a spiritual blind. Sie werden nicht geistig blind sein. They will be higher people. Sie werden hohe Leute sein. Where material does not dominate them. Dort, wo das Material sie nicht dominiert. First thing will be you. Das erste wirst du sein. Second will be you. Das zweite wirst du sein. Third will be you. Und das dritte wirst du sein. Alle diese Plätze wirst du einnehmen. That's why new century. Und deswegen wird im neuen Jahrhundert your light will shine on earth actually. Wird dein Licht auf Erden scheinen. Yes. Ja. Your world should become yesterday. Deine Welt sollte schon gestern kommen. There should not be any religion. Es sollte keine Religion mehr geben. But bitter truth. Aber die bittere Wahrheit ist, that since billion years, dass seit Milliarden von Jahren, humanity never came back home. Die Menschheit nie zurück nach Hause kam. Again and again. Wieder und wieder. They went back to the old world. Sind sie zurück in die alte Welt gegangen. Dinosaurier. Die Dinosaurier. They say before man came, dinosaurier was existing on earth. Man sagt, dass bevor die Menschen kamen, existierten zuerst die Dinosaurier auf Erden. No, no, that's not true. Aber ich sage, nein, nein, das ist nicht wahr. Before dinosaurier, humanity was living. Vor den Dinosauriern lebte bereits die Menschheit. But they destroy themselves with atomic power. Aber sie haben sich selber mit ihren Atommächten zerstört. And then took million years before environment became clean actually. Und dann braucht es wieder Millionen von Jahren, bis dieses Umfeld sauber wurde. There's always this tiny creation, human being the one who make disaster. For their own creation. In dieser kleinen Schöpfung waren es immer die Menschen, diese kleine Menschheit, die dieses große Desaster hervorgerufen hat. But this time, aber dieses Mal I'm praying that new century bete ich, dass im neuen Jahrhundert is a century of God. Dass es ein Jahrhundert Gottes wird. And this atomic, all this bomb should be wiped out. Und all diese Atomwaffen ausgelöscht werden sollen. But still dangerous. Aber es ist immer noch die Gefahr da, that some part of this world atomic can be used actually. Dass in irgendeinem Teil dieser Welt Atommacht genutzt werden kann, Atomwaffen. It can be South Korea. Kann Südkorea sein. It can be Pakistan, India, who Pakistan oder Indien, who are dying as they hunger. Die an Hunger sterben. But atom bomb they have enough. Aber Atombomben haben sie genug. Please protect us. Bitte schütze uns. And only protection comes when they know more about God. Und dieser Schutz kommt nur, wenn sie mehr über Gott wissen. Your blessing for one family world. Dein Segen für die eine Weltfamilie. Is the solution of humanity. Ist die Lösung für die Menschheit. And for this. Und dafür. We do your will. Tun wir deinen Willen. Thank you, Father. Danke, Vater. That you allow us, dass du uns erlaubt hast, that we lay your foundation, dass wir deine Grundlage legen.
We are not a Jesus follower. Wir sind nicht Jesus-Anhänger. Who run away. Die wegrennen. We will remain until end of our life. Wir bleiben bis zum Ende unseres Lebens. And we will reveal all heavenly phenomena. Wir werden alle himmlischen Phänomene teilen. And we will tell also what we can share about God. Und wir werden auch teilen, was wir über Gott sagen können. Share about God. Was wir über Gott teilen können. This I pray. Das bete ich. That give our member power. Geb unseren Mitgliedern Macht. Energie. And fill with inspiration of love. Und fülle sie mit der Inspiration der Liebe. That they can lay the basis for mankind. So dass sie die Grundlage für die Menschheit legen können. For this I pray. Dafür bete ich. Name of most beloved Heavenly Father. Im Namen des meistgeliebten himmlischen Vaters. And the name of God. Und im Namen von Gottes Herz. Amen. Amen. Okay. Recording stopped.